nicht nur das nächste Panel. Wir sind hier beim Bildungsgipfel angekommen und wollen jetzt heiß miteinander diskutieren. Ich freue mich schon sehr drauf. Ja, die Pandemie hat es tatsächlich deutlich gemacht. Digitalisierung an deutschen Schulen ist notwendig, aber leider noch nicht auf dem Stand, der eigentlich wünschenswert wäre. Oft fehlt es nicht nur an Hardware, also PCs und Tablets. Nein, es fehlt auch an Know-how seitens der Lehrkräfte, an Unterrichtsplänen und natürlich auch an Software und geeigneten Spielen. Aber wie können Games denn jetzt eigentlich erfolgreich und sinnvoll in den Unterricht integriert werden? Was ist dafür notwendig und welche Erfahrungen wurden da schon gemacht? Diese Fragen möchten wir beantworten heute bei unserem Bildungsgipfel mit meinen Gästen zum Thema Wie machen Games Schule? Und ich habe auch schon meine Gäste hier auf der Bühne und ich möchte sie euch einmal kurz vorstellen. Ich fange einfach mal hier vorne an und arbeite mich dann durch. Hier zu meiner Linken Ria Schröder, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion. Ja, ihr dürft gerne klatschen. Ja, Mensch, die Kaffeepause, die macht doch eigentlich wach und nicht ermüdend. Na gut, wir haben ja noch ein paar zum Üben. Dann haben wir hier sitzen Dr. Lisa König, stellvertretende Direktorin vom Zentrum für didaktische Computerspielforschung an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Wird schon besser? Wir kriegen das hin, wir üben das noch. Ja, genau. Direkt daneben Dr. Stefan Aufenanger, Seniorforschungsprofessor für digitale Bildung von der Universität Mainz. Hallo. Mit dabei ist auch Monika Pieper, Referentin im Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen. Hallo. Und ich freue mich sehr, dass auch mit dabei ist Chidem Uzunulu, Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur. Hallo und herzlich willkommen. Hallo. Ja, im Rahmen der Initiative Games machen Schule beschäftigt sich die Stiftung Digitale Spielekultur schon länger mit der Frage, ob und wie Games eigentlich im Unterricht eingesetzt werden können. Im Auftrag des Ministeriums für Schule und Bildung des Landes NRW und unter Mitarbeit der Expertinnen der Universität Mainz und der PH Freiburg hat die Stiftung kürzlich eine Machbarkeitsstudie durchgeführt. Und über diese Ergebnisse dieser Studie möchten wir heute im Wesentlichen sprechen. Und da möchte ich gleich mal Chidem ansprechen. Kannst du uns einmal kurz ins Bild setzen, was die Inhalte dieser Studie waren? Sehr, sehr gerne. Ich habe dafür auch eine kleine Präsentation mitgebracht, damit wir das mal vorstellen können. Und dann lege ich mal gleich los. Also wie du es auch bereits erwähnt hast, Steffi, eine Machbarkeitsstudie im Auftrage, in Kooperation mit dem Bildungsministerium hier in Nordrhein-Westfalen, also mit dem Ministerium für Schule und Bildung in NRW, haben wir die Studie gestartet. Und wie du es vorhin auch erwähnt hast, wir sind mitten in der Pandemiezeit gestartet mit der Studie. War natürlich eine Herausforderung, weil als wir losgelegt haben, fing die Pandemie an und die Schulen mussten halt ins Homeoffice. Das war für uns insofern eine große Herausforderung, weil wir gar nicht die Studie im Kontext von Homeschooling machen wollten, sondern als Präsenz in den Schulen. Und Stefan und Frau Pieper und Lisa erinnern sich daran, dass wir dann ganz schnell uns weiter Konzepte überlegen wollten und wie wir das dann gestalten konnten. Umso mehr freut es mich wirklich, dass wir jetzt im Sommer die Studie abschließen konnten. Und die Studie haben wir anhand von diesen Kernfragen durchgeführt. Dabei ging es natürlich, können überhaupt digitale Spiele im Unterricht eingesetzt werden? Weil digitale Spiele, dass die im Unterricht eingesetzt werden, punktuell, das erfolgt zum Glück schon seit Jahren an verschiedenen Schulen mit engagierten Lehrkräften und so. Aber was wir gemacht haben, ist, uns genauer zu schauen, wie müssen Unterrichtseinheiten entwickelt werden, entlang des Curriculums, entlang der Kernpläne, wie es ja in Nordrhein-Westfalen heißt. Und auch zu schauen, falls
Games sich eignen, welche Spiele sich eignen. Also muss man nur Serious, sogenannte Serious Games im Unterricht einsetzen, um Lerninhalte, um Wissensinhalte zu vermitteln? Oder kann man gar Entertainment bzw. Spiele, die für Entertainment-Zwecke entwickelt worden sind, kann man sie, indem man halt sie methodisch, didaktisch aufarbeitet, in einem Kontext, in dem Fall natürlich Unterrichtskontext, einbettet, angedockt an die Kernpläne, bieten die auch Mehrwert an, um Wissensinhalte, Lerninhalte, die vorgegeben sind, um sie zu erreichen. Und falls man sie erreicht, wie erreicht man sie? Und natürlich sind die Schülerinnen und Schüler motiviert, wenn man mit Games Unterrichts macht, weil alle spielen, da sind wir alle natürlich motiviert. Aber was passiert, wenn man plötzlich Unterrichtsinhalte mit Games vermittelt? Und natürlich auch die Rahmenbedingungen. Welche Rahmenbedingungen sind erforderlich? Auch hierüber gab es bisher nicht so in der dezidierten Form, wie wir sie gemacht haben, eine Studie. Und der letzte Punkt natürlich, bieten überhaupt digitale Spiele einen Mehrwert für den Unterricht? Wir hatten das Vergnügen, dass wir wirklich sehr eng mit dem Ministerium zusammenarbeiten konnten, dass das Ministerium uns in vielen, vielen, vielen Punkten unterstützt hat, dass wir gemeinsam die Studie entwickelt haben, die Kernfragen, aber auch die Absprachen mit der wissenschaftlichen Begleitung und so. Das war für uns, machte das Ganze natürlich viel einfacher, um so eine Studie umsetzen zu können. Was wir auch gemeinsam mit dem Ministerium hier entschieden haben, die Standorte, weil wir wollten nicht so diese typischen Standorte, die gewisse Vorteile bieten, wie Düsseldorf, Köln, gut erreichbar, WLAN-mäßig gut angebunden und so, sondern wir wollten durchaus unterschiedliche Städte haben, unterschiedliche Standorte haben, damit wir auch dazu eine Aussage machen können, wie Games unter unterschiedlichen Voraussetzungen, unter verschiedenen Voraussetzungen funktionieren können. Die Standorte seht ihr alle, die möchte ich jetzt hier nicht im Einzelnen nochmal wiederholen. Und die Fächer waren natürlich spannend. Wir wollten sowohl Hauptfächer als auch Nebenfächer haben und Deutsch, Englisch, Physik, Gemeinschaftskunde, Politik und praktische Philosophie, das waren die Fächer, die wir ausgewählt haben. Die 8. Jahrgangsstufe haben wir ausgewählt und auch alle Schulformen. Auch das war, ist auch bisher so in der Form einmalig, dass so eine Studie, wo Games im Unterricht eingesetzt werden, an allen Schulformen durchgeführt werden, weil damit hatten wir auch unterschiedliche Schwierigkeitsniveaus. Also wir hatten Förderschulen dabei, wir hatten Sekundarschulen dabei, wir hatten Hauptgesamtschulen mit dabei und wir hatten natürlich Gymnasien bei der Schule mit dabei. Und das Tolle war, dass wir 24 Lerneinheiten an die Kernlernpläne angepasst hatten und dass über 400 Schülerinnen und Schüler teilgenommen haben an den 11 Schulen, die im Rahmen dieses Projektes im Lande NRW teilgenommen haben. Das ist die Übersicht der Spiele, wie Sie hier sehen könnt. Das sind durchaus sowohl sogenannte Serious Games als auch Entertainment Games. Und das sind die ersten Ergebnisse der Machbarkeitsstudie. Deshalb die ersten Ergebnisse. Ich habe das ja kurz eingangs erwähnt. Wir haben die Studie im Sommer abgeschlossen. Und gemeinsam mit der wissenschaftlichen Begleitung sind wir noch am Auswerten der Daten, auch natürlich mit dem Ministerium zusammen. Aber wir wussten, dass wir heute hier das Panel haben und deshalb wollten wir wenigstens die wichtigsten Kernaussagen der Studie mitbringen und auch gemeinsam hier diskutieren. Und spannend ist, dass halt... Und diese Aussage können wir wirklich so in der Form auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie in Nordrhein-Westfalen machen. Aber wir haben als Stiftung Digitale Spielekultur letztes Jahr auch ein Modellprojekt auch im Auftrage der Senatsbehörde für Bildung in Berlin umgesetzt, sodass wir hier als Stiftung vielfältige Ergebnisse haben und auf vielfältige Zahlen zurückgreifen können. Deshalb können wir wirklich die Aussage treffen, dass digitale Spiele grundsätzlich sich für den Einsatz im Unterricht eignen. Und dass Großteil der Schülerinnen und Schüler, die mit digitalen Spielen Unterrichtsinhalte vermittelt bekommen haben, dass sie sehr, sehr motiviert waren
Und es gab auch einige Herausforderungen, wie zum Beispiel, dass bei dem einen oder anderen Spiel die Bedienung ein bisschen kompliziert war, das Navigieren etwas komplizierter war oder die Geschichte zu kompliziert war, um das dann einfach in den Unterrichtsinhalten zu integrieren. Aber das waren alles überschaubare Herausforderungen. Und die Inhalte, die Unterrichtseinheiten, die durch Lisa König und Jan Böhlmann, der hier im Publikum auch mit dabei ist, entwickelt worden sind, die waren dann halt natürlich auch so angelegt, dass sie in dem Unterricht die Unterrichtsmaterialien entwickelt worden sind, sowohl halt einzelne Sequenzen in den Spielen dargestellt haben, als auch Materialien hatten, die sie zu Hause als Hausaufgabe weiter ausarbeiten konnten. Und abschließend können wir sagen, dass sowohl die Lehrkräfte als auch die Medienpädagogen als auch die Schülerinnen und Schüler, die an der Studie beteiligt waren, dass wir sagen können, Games gehören in den Unterricht unbedingt, weil mit Games kann man, wenn man sie methodisch, didaktisch aufarbeitet, das ist ganz, ganz wichtig, orientiert an den Kernlernplänen, an den Inhalten, also kontextualisiert, dass sie sich auf alle Fälle im Unterricht einsetzen lassen, um Wissen zu vermitteln, um Lernziele zu erreichen. Und über die anderen Herausforderungen können wir ja gerne hier gemeinsam sprechen. Herzlichen Dank. Dankeschön, Cidem, für den Überblick. Ja, ich muss sagen, wenn ich da auch sehe, dass meine Lieblingsspiele dort auftauchen, dann freue ich mich total. Also Life is Strange, ich habe es einfach geliebt, ja. Und dass das dann im Unterricht eingesetzt wird, speziell im Englischunterricht, das macht mich total happy. Oder auch Trüberbrook, ein deutscher Titel, das freut mich auch total. Da interessiert mich dann doch mal, wie wurden die Spiele eigentlich ausgewählt, Cidem? Oder vielleicht ist das eher eine Frage für dich, Lisa. Das ist, ich glaube, das macht total Sinn, das aufzugreifen. Wenn wir Unterrichtseinheiten aufbereiten vom Zentrum aus für verschiedene Forschungsprojekte, sei es jetzt dann eben auch zum Beispiel mit dem Bundell-Projekt in Berlin oder eben auch für NRW, legen wir genau dieselben didaktischen Kriterien an wie bei allen anderen Unterrichtsgegenständen auch. Das heißt, wenn ich im Deutschunterricht ansonsten ein Buch aussuche, dann laufe ich auch nicht, und das ist mein Lieblingsbild, weil es einfach so schön eindrücklich ist, laufe ich auch nicht zur Tanke und hole das nächste Heftchen, das mir irgendwie entgegenfällt, sondern ich suche nach qualitativ hochwertigen Geschichten, die meine Schülerinnen und Schüler interessieren können. Und genau dasselbe haben wir bei den Spielen für die Studie genauso gemacht. Das heißt, wir haben uns angeschaut, welche Lernziele sollen denn beispielsweise in der 8. Klasse dann jetzt vermittelt werden in einem spezifischen Fach, sei es jetzt eben Deutsch, wo man mit Ganzwerken arbeiten kann, oder Englisch, dann mit Fremdsprachenkenntnissen, oder bei Physik ist eben Statik und Brückenbau in dem Moment in der 8. Klasse zentral. Und dann gucken wir uns, was passt da dazu. Das heißt, wir machen genau dasselbe, wie wenn man ansonsten Unterricht plant, nur dann an der Stelle mit Games. Und darum gibt es auch erstmal überhaupt keine Grenzen zu sagen, ja, in Unterricht dürfen nur Serious Games oder es sind AAA-Titel, funktionieren nicht. Sondern man muss einfach schauen, passt es zu dem, was ich gerne mit meinen Schülerinnen und Schülern machen möchte. Wahrscheinlich ist das auch eine ganz individuelle Sache, aber was wäre denn der Optimalprozess, dass Games für den Unterricht entwickelt werden oder genau andersherum? Wir picken jetzt so ein Assassin's Creed für die französische Revolution. Ja, lustige Geschichte, exakt das hatten wir mal überlegt. Für das Berliner Projekt ging leider wegen der FSK-Einstufung nicht. Und so viele französische Revolutionsspiele gibt es leider nicht, die für die 8. Klasse, wo das eben vorgegeben ist, dann eben nicht. Mit Revolution zum Beispiel auch. Also da können wir halt mit dem FSK-18-Titel können wir halt nicht mit 14-jährigen Kindern arbeiten. So, das ist schon mal Ausschlusskriterium. Aber es gibt nicht den einen Königsweg. Also zu sagen, man muss jetzt explizit Titel für die Schule entwickeln. Jetzt zum Beispiel auch Ezra, was dieses Jahr den Deutschen Computerspielpreis in der Kategorie Serious Games gewonnen hat. Natürlich ist es ein Spiel, das erstmal für Bildungszwecke entwickelt ist. Aber das ist nur ein Weg. Der andere kann genauso sein, dass man ein großartiges Spiel entwickelt. Entwickler fragen uns auch immer, ja, aber wie schaffen wir es denn dann in die Schulen? Und die Antwort ist ganz einfach. Macht ein großartiges Spiel, genauso wie AutorInnen großartige Bücher schreiben, die tolle Geschichten erzählen, die vielleicht auf Spielmechaniken zurückgreifen, die man davor noch nicht gesehen hat. Wo dann ganz unterbewusst eigentlich Lernprozesse angestoßen werden, weil Computerspiele können so viel mehr als manch anderes
Bildungsmedium. Darum, wenn jetzt zum Beispiel auch ein paar EntwicklerInnen unter Ihnen sitzen und sich denken, ah ja, wie packen wir es denn in die Schule? Weg 1, wirklich entweder was für Bildungszwecke entwickeln oder aber einfach ein großartiges Spiel machen und dann zu schauen, wo passt es rein. Das klingt aber nach einem sehr großen Auftrag. Macht ein großartiges Spiel. Aber ist, das nicht der Habitus, den man eigentlich hat, wenn man einfach versucht, ein Spiel zu entwickeln? Also jeder, der das schon mal auch nur im Kleinen irgendwie mit Kindern versucht hat, der Anspruch ist, es soll hinterher ein tolles Spiel sein. Und manchmal ist es so, dass es nicht bei allen Serious Games, Leons Identität ist beispielsweise eine großartige Ausnahme davon. Bei vielen Bildungsspielen ist der Bildungszweck zwar toll im Vordergrund, aber das Spiel macht keinen Spaß mehr. Und wenn es dann als Spiel nicht mehr funktioniert, dann muss man ein Thema auch nicht mit Computerspielen thematisieren. Und darum erstmal klar, Bildungszweck-Games, überhaupt kein Problem. Wie gesagt, Leons Identität haben wir eben auch im Politikunterricht mitgearbeitet, weil es, was um Sensibilisierung von Rechtsextremismus geht, toll geeignet war. Aber es ist auch genauso in Ordnung, wenn man an Bildung erst so im zweiten Gang gedacht hat. Ich möchte noch mal ganz an den Anfang gehen und die Frage an Frau Pieper richten. Warum haben Sie die Studie in Auftrag gegeben? Was war da die Motivation? Was war der Anlass? Ich habe das gerade noch mal gesehen, was eigentlich die Ziele der Studie waren. Ich habe hier so ein bisschen gesessen und gedacht, das würden wir heute anders machen. Ne? Also man merkt einfach, dass das von 2018, 2019 ist. Und ja, ich bin im Referat Digitale Bildung. Wir beschäftigen uns in erster Linie mit Schul- und Unterrichtsentwicklung, also weniger mit technischen Fragen und Ausstattungsfragen. Und da waren natürlich digitale Lernmittel, waren und sind immer ein großes Thema. Und 2018 waren Games ein Thema, aber das war irgendwie so ein bisschen, ja, ich sag mal, diffus. Und ne, ja, müssen wir uns mit beschäftigen, haben wir überlegt. Und dann ist aus dem politischen Raum ist damals ein Antrag gestellt worden. Und wir haben als Ministerium den Prüfauftrag bekommen, zu erforschen, inwieweit halt digitale Spiele, Games auch lernförderlich im Unterricht eingesetzt werden können. Und dann haben wir geguckt, wie können wir das machen. Und dann haben wir von der Stiftung Digitale Spielekultur diesen Projektantrag erhalten, uns mit ihnen zusammengesetzt und haben dann gesagt, das ist vielleicht ein toller Weg, es ne, an einigen Schulen hier in NRW mal auszuprobieren, ne, auf Fächer verstreut. Und dann haben wir ja eine lange Odyssee hinter uns, sage ich mal, es war grausam durch die Pandemie. Wir haben also zweimal verschoben, wir waren, glaube ich, zweimal auch kurz davor zu sagen, wir lassen es jetzt ganz, weil die 8. Klassen, für die dieses Spiel konzipiert war, die waren dann plötzlich gar nicht mehr die 8. Klassen, sondern die waren dann inzwischen Klasse 9. Das heißt, wir hatten plötzlich ganz andere Schüler, vor allen Dingen aber auch ganz andere Lehrer, die sich gar nicht, sag ich mal, bereit erklärt hatten, an dieser Studie mitzuwirken. Das heißt, wir haben immer wieder von vorne angefangen, wieder neue Schulen gesucht. Und ich kann wirklich sagen, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, dass wir das jetzt, abgeschlossen haben. Aber auch die Ergebnisse lassen ja einiges erhoffen. Ja. Lassen Sie uns doch mal über die Ergebnisse sprechen. Wie bewerten Sie denn die Ergebnisse der Studie? Ich glaube, dass die Ergebnisse der Studie jeden, der sich damit schon beschäftigt hat, nicht sonderlich überraschen. Nein, so in der Form vielleicht nicht. Also ne, es hat jetzt keiner erwartet, dass herauskäme, das hätte überhaupt keinen Sinn, Games im Unterricht einzusetzen. Für mich war interessant, war auch der Verlauf der Studie, weil sich auch im Verlauf die Schwierigkeiten gezeigt haben. Gar nicht so sehr in den Ergebnissen, sondern bei den ganzen Hürden, an die wir gestoßen sind. Wo wir gesehen haben, ja, ne, das hätten wir vielleicht auch anders machen müssen oder müsste man anders machen. Also ich glaube, wir haben sehr, sehr viele Erkenntnisse gewonnen, die nicht ausschließlich abgefragt worden sind, sondern die einfach dann in der Praxis klar waren. Ne? Also wir haben gesagt, ne, mit den Lizenzen, das muss einfach fluppen. Das ist blöd, wenn die ne, sehr kompliziert sind. Die Schulen brauchen die entsprechende Ausstattung. Und zwar, ja, es ist ja auch so, dass Spiele dann auf verschiedene Ausstattungen angewiesen sind. Ich kann ja jetzt nicht ne, zig Variationen vorhalten als Schule, um ein möglichst breites Repertoire an Spielen zu haben. Wir wissen, dass die Lehrer sich damit beschäftigen müssen. Aber ich glaube, was für den Einsatz im Unterricht für mich am allerwichtigsten ist, ist, es muss dann Unterrichtsmaterial geben, weil ganz wenige Lehrkräfte tatsächlich
in der Lage, bereit sind für den Einsatz eines Spiels, das alles immer wieder neu selber zu entwickeln. Das heißt, wir brauchen Spiele, wo die Lehrkräfte, sag ich mal, ein Konzept dahinter haben und Stundenentwürfe, vielleicht auch Unterrichtsmaterial, wo man sich das angucken kann, sagen kann, ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, dadurch würden wir sehr viele Hürden abbauen, tatsächlich Spiele auch im Unterricht einzusetzen. Ich möchte noch mal, ja? Ja, also vielleicht noch zwei Punkte, was genau diese Aussage unterstützt, weil wir sind mit den Fragen gestartet und was uns, wie Frau Pieper das gesagt hat, die Pandemie ist uns dazwischen gekommen. In dem Augenblick haben wir alle das kompliziert empfunden. Oh Gott, das kann doch nicht sein und so. Aber im Nachhinein würde ich sagen, es war spannend, dass wir die Pandemiezeit mitgenommen haben, miterlebt haben, weil da wurden plötzlich die Schulen mit digitalem Unterrichten, weil Homeschooling, das. Und wir konnten dann mittendrin, weil wir noch nicht gestartet sind, weil die Pandemie dazwischen kam, ein paar Sachen nachjustieren. Und wir konnten dann genauer schauen, okay, was heißt überhaupt digital unterrichten? Wir haben nicht geschaut, was digital unterrichten in dem Sinne, im klassischen Sinne halt. Da gibt es ganz tolle andere Studien. Aber was heißt das halt, wenn man das mit Games machen möchte? Was ist das für eine Herausforderung an Schulen? Was ist das für eine Herausforderung für die Lehrkräfte? Und welche Unterstützung, welche Qualifizierung braucht man? Weil was man auf gar keinen Fall machen kann, ist Games zu nehmen. Natürlich kann man das nehmen, im Unterricht einsetzen, über bestimmte Inhalte reden, über bestimmte Sachen reden, thematisieren etc. Aber richtig unterrichten, so wie wir es kennen, wenn wir Literatur einsetzen, wenn wir Film einsetzen, da genauer zu schauen, wie das dann halt funktionieren kann, das haben wir im Endeffekt mit dieser Machbarkeitsstudie gemacht. Ja, und Lisa, du hattest das auch schon so schön gesagt. Also ich hätte gerne mal die Augen der SchülerInnen gesehen, das leuchten. Ja, jetzt kommen Games in den Unterricht. Also ich kann mir vorstellen, dass da die Motivation, das ist einfach auch eine ganz andere Motivation, die dann da herrscht. Ich möchte noch einmal kurz auch die wissenschaftliche Komponente in dem Kontext besprechen. Herr Aufenanger, Sie haben die wissenschaftliche Evaluation gemacht zu dem Thema. Helfen Sie uns doch bitte einmal, Games im Kontext des digitalen Lernens einzuordnen. Also welchen Mehrwert bieten Games und was können sie, was andere Medien jetzt nicht können im Unterricht? Also ich würde erstmal mal was gegen den Begriff Mehrwert haben. Der unterstellt sozusagen, dass wir prinzipiell nachweisen müssen, dass digitale Medien besser sind als analoge, die prinzipiell als immer gut dargestellt werden. Wir wissen, dass Schulbücher auch nicht immer wirken und es wird überhaupt nicht diskutiert, ob sie sinnvoll sind in der Schule oder nicht. Also das könnte man ja auch mal diskutieren. Also ich würde eher sagen, was ist der Wert von digitalen Spielen in der Schule? Dann einigen wir uns da. Ja, ja. Das bedeutet ja auch sozusagen einerseits an die Motivation der Schüler und Schülerinnen anzuknüpfen, die ihre Lebenswelt, was wir hier sehen, digitale Spiele kennen. Das ist übrigens auch ein Problem, muss man klar sagen, dass einige Schüler, nicht alle, also die Mehrheit fand das toll, aber einige gesagt haben, ich möchte nicht, dass mir der Spaß genommen wird, indem mein Spiel pädagogisiert wird zum Beispiel. Das sollte man auch respektieren. Also wir müssen nicht alles pädagogisieren in diesem Sinne. Das haben wir eben schon bei den Spielen ja deutlich gemacht. Das ist so ein Problem, dass wir in Deutschland den Begriff Serious Games haben und Computerspiele oder digitale Spiele. Man kann mit jedem Spiel lernen und man kann mit jedem Spiel auch nicht lernen. Ich glaube, das kommt ja auf den pädagogischen Kontext drauf an. Das Problem, was wir einfach haben, ist, das wurde eben schon angedeutet, kann man im Unterricht problemlos digitale Spiele einsetzen? Sind die Lehrer und Lehrerinnen dazu genügend vorbereitet? Das konnten wir in diesem Projekt nicht sozusagen erheben, weil wir es anders gemacht haben, weil die Schwierigkeit ist einfach, dass wenn sie nur 8 Stunden zum Beispiel für das Hauptfach und 4 Stunden für das Nebenfach zur Verfügung hatten, können die Lehrer und Lehrerinnen sich da vorbereiten, sehr gut das Spiel durchzuführen. Deswegen wurden die Unterrichtsprojekte von Medienpädagoginnen durchgeführt, die dafür vorbereitet waren. Also in der Hinsicht können wir da relativ wenig dazu aussagen, außer dass wir die Lehrerinnen und Lehrer befragt haben, die dabei gewesen sind, die das alle toll fanden und sich auch befähigt fühlen, das selbst durchzuführen. Manchmal sogar meinten, sie könnten es viel besser und hätten sozusagen viel bessere didaktische und fachdidaktische Ideen. Aber sie fordern aber auch mehrheitlich und ganz klar, dass in die Lehrerinnenbildung das eingeführt wird, das Thema. Also das ist, glaube ich, d'accord, das sind alle dafür. Den Wert kann man, ist die Frage, woran man das misst. Wir haben einen sehr kompetenzorientierten Lehrplan insgesamt. Und die Frage ist, wie misst man Kompetenzen? Das konnten wir aufgrund des Zeitproblems nicht machen, sondern wir haben eher Wissensfragen abgestellt.
die sozusagen nach jedem Spiel erhoben worden sind. Wir haben insgesamt 3 Erhebungszeitpunkte gehabt. Wir haben das Vorwissen abgefragt, was wissen die Schülerinnen zu dem Thema zuvor, zum Beispiel Brückenbau, wie sind die Konstruktionen von Brücken und wie kann man sie stabil machen. Das ist Bestandteil des Curriculums. Und dann kam das Spiel Bridge Constructor Portal und danach wurde dann abgefragt, was hast du dabei verstanden? Und da zeigt sich, dass das Verständnis für Konstruktion von Brücken sehr stark gewachsen ist bei den Schülern und Schülerinnen. Was nicht so gut gelungen ist, die Fachbegriffe sozusagen, aber das sind immer nur 4 Stunden, muss man sich fragen. Also es ging ja nur um Machbarkeit und nicht im engeren Sinne jetzt sozusagen in hochwissenschaftlichen Studien nachzuweisen, welche Lerneffekte bringen digitale Spiele insgesamt. Wir haben sie erhoben, man soll das nicht überbewerten, aber insgesamt zwischen 60 und 80% der Schüler und Schülerinnen haben in den Nachstudien einen Wissenszuwachs erreicht, der ganz klar nachweisbar ist. Und in der Hinsicht, denke ich, kann man das ganz gut aufzeigen, dass digitale Spiele für den Unterricht eine Erweiterung darstellen, dass sie einen Wert darstellen können, weil, was Frau König ja eben schon gesagt hat, dass man zum Beispiel auch Spiele mit den gleichen Aspekten betrachten kann, wie man einen Roman betrachten kann. Oder es geht um Handlungsverstehen, es geht um Figurenverstehen und so weiter. Und darin unterscheiden sich die Medien in ihrer Präsentation eigentlich nicht. Jetzt wurde die Machbarkeitsstudie hier in NRW durchgeführt, aber wir wollen natürlich auch auf den Bund schauen. Ne? Ria Schröder, wo können Sie als Bildungspolitikerin im Bundestag helfen, dass Games besser in der Bildung genutzt werden? Ich glaube, das eine ist, dass man für das Thema wirbt, dass man auch zeigt, Games gehören zum Alltag von vielen jungen Menschen dazu und da kann man sie abholen. Gerade wenn man über die Frage spricht, wie kann man überhaupt Kinder jetzt auch gerade nach der Pandemie vielleicht wieder motivieren, auch wieder an das Lernen heranführen, dann sind Games, glaube ich, eine ganz großartige Möglichkeit, die Kinder da abzuholen, wo sie gerade stehen. Und deswegen ist, glaube ich, Aufmerksamkeit das eine große Thema dabei, was wir mit leisten können. Und auf der anderen Seite ist natürlich, darüber ist ja in diesen Tagen auch viel gesprochen worden schon, auch die Games-Förderung von Bundesebene eine Möglichkeit, auch dass wir Spiele auch hier in Deutschland entwickeln, die dann vielleicht auch zum Beispiel mal im Hinblick auf den Lehrplan auch das im Hinterkopf haben, während sie ein Spiel entwickeln. Und ich glaube, das ist was, was man an der Stelle aus wirtschaftlicher Perspektive leisten kann. Und auf der anderen Seite eben genau Aufmerksamkeit schaffen und dafür sorgen, dass mehr Lehrkräfte auch sich motiviert fühlen, sich dem Thema mal anzunehmen und die Chancen erkennen, die darin liegen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, in meiner Traumwelt dieser Plan, Games im Unterricht einzusetzen, ist etabliert und läuft und wir haben eine Ausbildung der Lehrkräfte auch dahingehend. Wenn ich an meine Schulzeit denke und die ist schon eine Weile her, dann haben wir Bücher bekommen auch von den Jahrgängen quasi drüber und ich habe immer eine lange Liste an Namen dort gesehen, also viele andere SchülerInnen hatten vor mir dieses Buch und dieses Buch ist lange und viele Jahre etabliert worden. So, jetzt sieht es aber in der Games-Welt, in der Gaming-Welt anders aus. Wir Gamer sind sauer, wenn nicht jedes Jahr so und so viele Spiele released werden. Wie kann man denn sicherstellen, dass hier auch ein Plan entsteht, der nicht einstaubt, also der mit der Zeit und der Entwicklung der Games auch geht? Ich weiß nicht, vielleicht Lisa? Es sind zwei unterschiedliche Perspektiven, die man da drauf werfen kann. Also zum einen natürlich, dass Games dann sozusagen nicht einstauben. Das ist ganz klar Aufgabe der Games-Branche, da eben auch einen Blick drauf zu haben. Aber auch gerne eben mit uns zu kooperieren. Wir machen das viel mit Indie-Entwicklern bis hin zu wirklich extrem großen Studios, wo man dann schaut, wie kann Bildung da direkt mitgedacht werden. Also das ist das eine. Das andere ist aber Aufmerksamkeit, ist schön und gut und da bin ich total bei Ihnen. Aber das, was es eigentlich braucht für die Lehrkräfte jetzt direkt vor Ort und auch für die zukünftigen Lehrkräfte, ist ein Fokus darauf, dass die entsprechend vorbereitet werden, erste Phase, aber auch weitergebildet werden. Und zwar mit Materialien und mit Anregungen, die ihnen den Alltag nicht erschweren. Weil machen wir uns nichts vor. Eine Lehrkraft, die 28 Stunden jede Woche in der Bütt steht und dazu noch Klassenlehrer ist, irgendwie Psychologe nebenher, vielleicht noch mit dem Jugendamt telefoniert und. Wenn wir denen jetzt auch noch sagen, boah Leute, wir haben voll die gute Idee, ab jetzt machen wir Games im Unterricht. Da sind die technischen Herausforderungen ganz andere, klar. Aber die sagen erstmal, ja, habt ihr keine bessere Idee?
Das heißt, wir müssen denen an der Stelle Entlastungen bieten können. Wir müssen ihnen Material geben können, weil jede Lehrkraft, egal ob die dahinter steht, mit Games zu unterrichten, wird es tun, solange das Material da ist, solange Hintergrund von Wissenschaft, von Forschung, von Stiftungen, von der Politik da ist und sagt, ja klar, ist kein Problem, da bekommt ihr die Ressourcen dafür. Wir gucken, dass ihr entsprechend nicht nur ausgestattet werdet, sodass die Tablets irgendwie verstauben dann im Koffer, sondern entsprechende Infrastruktur da ist, Geld für Weiterbildung da ist. Dann sind Games kein Problem, weil auch da machen wir uns nichts vor. Jede Lehrkraft musste schon mal was unterrichten, wo sie selber nicht dahinter steht. Mhm. Nämlich allerspätestens, wenn man in den oberen Klassenstufen dann vorgegeben bekommt, dann von administrativer Ebene, ab jetzt machen wir das Abitur zu Roman XY, da kann ich die als Lehrkraft auch blöd finden, muss es aber trotzdem machen. Und qualitätvoller Unterricht hängt natürlich zum einen davon ab, was für ein Habitus ich als Lehrkraft habe. Haben wir jetzt eben beispielsweise auch in der Studie gesehen, die Lehrkräfte, die waren begeistert von dem Material, die wollten gerne, die hatten richtig Lust, das mit ihren Kindern zu machen, also dieses Funkeln zu sehen. Klar ist Habitus bei Kindern dann nochmal ein bisschen was anderes, weil man dann plötzlich die Spiele kaputt macht, aber die Lehrer hatten da total Lust drauf. Und selbst die, die nicht so viel Lust drauf hatten, haben wenigstens gesagt, ja cool, das Material ist fertig, das heißt, das kriege ich damit hin. Das braucht's. Klar braucht's Aufmerksamkeit. Aber die Lehrkräfte, die das durchführen müssen, die können sich von Aufmerksamkeit überhaupt nichts kaufen. Das ist allerdings jetzt ein Punkt, der natürlich nicht auf Bundesebene entschieden wird, sondern in den Ländern. Da kann ich total zustimmen, auch beim Thema Ausstattung. Das ist natürlich auch was wir leisten können, auch mit dem Digitalpakt dafür zu sorgen, dass es überhaupt läuft in den Schulen vor Ort. Aber das ist natürlich etwas, was wir auch uns vorgenommen haben, stärker auch von Bundesseite aus in die Hand zu nehmen, in die Gespräche zu gehen, auch mit den Ländern. Wir sehen ja eine Vielzahl an Problemen, auch in der Lehrkräfteausbildung, an den Universitäten, im Referendariat. Also da gibt es viele Aspekte, die da ineinander greifen, auch die Hochschulautonomie. Wir können ja auch nicht einfach vorschreiben, was wird jetzt da unterrichtet. Aber deswegen sage ich, ich habe es jetzt Aufmerksamkeit genannt, ich glaube auch Kommunikation, auch mit den verschiedenen Akteurinnen und Akteuren, die im Bildungsbereich immer mit am Tisch sitzen, ins Gespräch zu gehen und auch deutlich zu machen, wie schaffen wir die Voraussetzungen, dass das möglich wird und nicht nur zu schauen, sind wir jetzt hier eigentlich zuständig und halten wir uns deswegen raus, sondern auch zu sagen, zum Beispiel Games in der Schule, da kann richtig was geschaffen werden. Da kann man plötzlich Kinder begeistern für Themen, die sie vorher vielleicht gar nicht angeschaut hätten. Und deswegen lass uns doch mal drüber reden, wie schaffen wir das auch zu etablieren? Wo sind die Hürden? Und das ist was, wo wir gerne einen Beitrag leisten. Eine ganz einfache Variante. Das ist, ich mach den Satz noch und dann werfe ich den mal rüber. Eine ganz einfache Variante, wie man da sofort eine Legitimation dafür bekommen kann, ist, dass man es in die Lehrkräfte, also in die Lehrpläne reinschreibt. Das muss kein 3-, 4-, 5-Seiter sein, wo man dann sagt, und jetzt hier Games, wir machen nur noch das und verbrennt alle Bücher. Das reicht, wenn man ein Komma setzt und Computerspiele ergänzt. Wie zum Beispiel, wenn man dann schreibt, eine Geschichte soll erarbeitet werden am Beispiel eines Buches, eines Hörbuches, eines Films, Komma, eines Computerspiels. Weil dann hat man sofort die Aufmerksamkeit mit drin, man hat die Richtung für die Politik mit drin und man hat eben auch die Notwendigkeit für die Weiterbildung der Lehrkräfte mit drin. So einfach sehe ich das leider nicht, weil sowohl im Rahmen des Modellprojekts als auch der Machbarkeitsstudie haben wir schon gesehen, dass das halt, weil wir waren direkt an den Schulen dran, an den Schulleitern dran, an den Eltern dran. Man muss schon Überzeugungsarbeit auch ein Stück weit leisten, um die Schulen, die Lehrkräfte und auch die Eltern, weil das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Viele Eltern haben uns auch gesagt, mein Kind zockt sowieso den ganzen Tag und jetzt soll es auch noch im Unterricht zocken. Und dafür brauchen wir aber Grundlagenforschung. Und das kann zum Beispiel der Bund fördern, dass wir viel mehr so Basisforschung bekommen, Grundlagenforschung bekommen. Also was wir als Stiftung, wo wir die Erfahrung gemacht haben, und das weiß ich auch von einigen anderen Hochschulen, wir wollen genau diese Forschung machen und wir haben mit einigen Hochschulen immer wieder, wie zum Beispiel beim BMBF, im Kontext von Grundlagenforschung Anträge gestellt. Ich glaube, bisher wurden unsere Anträge in Kooperation mit den Hochschulen, die Anträge wurden auch zum Teil von Hochschulenkonsortium, interessanterweise werden wirklich viele Anträge mit Games im Kontext Games von abgelehnt. Das wäre zum Beispiel ein Wunsch von mir an Bund, dass wir viel mehr so Forschung in diesem Kontext haben, damit wir auch wissen,
wie können wir Games einsetzen? Stefan hat vorhin gesagt, diesen Wert von Games. Was können wir halt, was für eine Langzeitwirkung gibt es? Gibt es überhaupt eine Langzeitwirkung und so? Und das wäre auch eine hervorragende Möglichkeit, um Eltern auch mit ins Boot zu holen, um die Schulleitung stärker mit ins Boot zu holen. Wir haben die 11 Schulen, die wir an der Machbarkeitsstudie hatten, die haben freiwillig gesagt, wir sind dabei, wir machen das. Frau Pieper hat da telefoniert mit den Schulleitungen und so weiter. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass wenn in Nordrhein-Westfalen jetzt, das kann natürlich Frau Pieper besser einschätzen, aber wenn in Nordrhein-Westfalen stehen würde, so Games an allen Schulen, in jeder Schulform, von Grundschule bis zur Berufsschule, werden Games eingesetzt. Die Frage wäre, wie viel Prozent setzen wirklich Games ein, ohne dass man den Wert wirklich aufzeigt. Ich würde auch gerne noch mal was zu Lisa König sagen. Ich finde es wichtig, in Aus- und Fortbildung, Weiterbildung zu gehen, aber das wird uns nicht helfen. Das ist immer dieses. Sagen wir, es wird nicht reichen. Es ist dieses, ne, das wird alleine nicht helfen. Die Schulen in Nordrhein-Westfalen haben ja ein Medienkonzept entwickeln müssen, was ständig fortgeschrieben wird. Und ich glaube, es ist viel sinnvoller, die Games da reinzuschreiben, als in einen Lehrplan, wo steht oder Games. Weil ich mich dann als Schule darauf verständige, in einem Fach bestimmte Dinge zu tun. Und dann kann ich hergehen und kann sagen, okay, wir, Fachschaft Mathematik, egal, Deutsch, wir nehmen uns vor, in Klasse 8 nehmen wir das Spiel und in Klasse 9 nehmen wir das. Das finde ich wichtig. Was mir ganz wichtig zu sagen ist, wo ich eine Gefahr sehe, wir verbessern Unterricht nicht, indem ich jetzt Spiele im Unterricht einsetze. Spiele können nur ein Baustein sein in einer veränderten Schul- und Unterrichtswelt. Das heißt, Unterricht wird sich entwickeln, weiterentwickeln. Und ich glaube, dass digitale Medien, wie zum Beispiel Spiele, ganz neue Chancen eröffnen, weil sie Schüler auf einer anderen Ebene ansprechen und andere, ja, sag ich mal, Synapsen oder so aktivieren, ne? Problemleseverhalten, aber auch hier die 4K-Kreativität, Kollaboration, all diese Dinge. Da können Spiele ein wertvoller Bestandteil sein, aber das Spiel jetzt einfach in den analogen Unterricht zu verpflanzen und sagen, jetzt habe ich auch mal ein Spiel gemacht, das wird uns auf Dauer nicht weiterhelfen. Deshalb ist es mir wichtig zu sagen, ich brauche ein Konzept an der Schule, wo ich das alles miteinander abstimme. Und das Zweite, was ich glaube, und das ist gerade schon mal gesagt worden, ich habe auch 20 Jahre Schulerfahrung hinter mir, ja, wenn ich diesen Wust dann spielen sehe, ja, ich habe jetzt noch gelesen, dass täglich 100 Spiele irgendwie auf den Markt kommen, dann frage ich mich als Lehrkraft doch irgendwie auch, wie soll ich die denn auswählen? Mhm. Ja, wer hilft mir denn dabei, wenn ich jetzt da auch nicht sehr affin bin? Selbst wenn ich guten Willen habe, ich würde mich ja total erschlagen fühlen. Ich glaube, es wäre sinnvoll zu gucken, ob man nicht gemeinsam sowas wie eine Plattform anlegt, wo man einfach kurz hergeht und sagt, das ist ein Spiel für Biologie, Klasse 8 mit der und der Thematik, wo ich als Nicht-Gamer eine Chance habe, mich erstmal zu orientieren, was ist denn für meine Schul- und Unterrichtssituation jetzt sinnvoll. Und ich könnte mir auch vorstellen, weil wir darüber gesprochen haben, wir reden ganz viel von OER. Ja. Ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Lehrkräfte vielleicht auch Spaß daran haben, Unterrichtsmaterial zu entwickeln, was man dann vielleicht auf diese Plattform setzen kann und Material austauscht, damit nicht jeder für das Spiel, was er benutzen möchte, eigenes Material entwickeln muss. Aber in diesen ganzen Bereichen, glaube ich, stecken wir tatsächlich, ne, noch in den Kinderschuhen leider. Wir hatten vorher noch eine kleine Wortmeldung von Herrn Aufenanger. Das möchte ich noch dazwischen schieben, dann dürfen Sie zwei gerne. Ich wollte nur mal. Ich finde es irgendwie interessant, dass auch bei allen Diskussionen vorhin auch in anderen Zusammenhängen immer gefragt wird, warum sind wir nicht weiter? Und ich würde doch mal so ein bisschen eine pädagogische Geduld fordern irgendwo. Wenn man mal denkt, dass wir im Zeitalter der Digitalisierung seit vielleicht, wenn man es optimal nimmt, 15 Jahren sind, das in der Öffentlichkeit ist, dann hat sich Schule doch schon verändert. Ich bin seit 40 Jahren der Lehrerinnenbildung mit Medien. Und wenn man sich die letzten 5 Jahre anguckt, Qualitätspakt, Lehrerbildung, das BMBF hat viele Forschungen auch im Bereich
Bereich der digitalen Bildung gefördert, insgesamt verschiedene Reihen. Viele Schulen machen sich auf den Weg. Wenn man sich den Schulpreis anguckt, eine Schulauszeichnung, sind viele Schulen dabei, wo Lehrer und Lehrerinnen sehr aktiv mit digitalen Medien arbeiten. Nur ist die Schule, genauso wie die Hochschulen, Universitäten, halt eine sehr Traditionsinstitution. Und da sind Veränderungen nicht so ganz einfach zu packen. Aber deswegen denke ich, es nützt überhaupt nicht zu jammern, sondern das, was Frau Piepe eben gerade gesagt hat, finde ich ganz wichtig. Wir müssen drei Aspekte zusammen sehen. Die Veränderung durch Medien, die neuen Lehr- und Lernformen und Schulentwicklung als Organisationsentwicklung betrachten. Das, was wir in der sozusagen Schulforschung und in der medienpädagogischen Forschung schon immer wieder fordern, alle drei Aspekte zusammenzusehen. Und was mir auffällt, ist einfach, dass wenn man digitale Medien in die Schule bringt, zum Beispiel Tablets oder auch Spiele, dass Lehrer und Lehrerinnen sich aufgefordert fühlen, die zu integrieren, und man muss ihnen auch Zeit lassen, sozusagen diesen Prozess durchzumachen, nämlich erstmal klein anzufangen und dann zu sagen, wir machen das innovativ. Und Forschung insgesamt zeigt international, dass dieser Impuls von außen immer zu einem innovativen Unterricht irgendwann mal führt. Also weil einfach, wenn ich ein Tablet reinbringe und PDFs verteile, die Schüler und Schülerinnen irgendwann mal sagen, will ich überhaupt nicht, möchte ich was anderes machen. Wenn ich ein Spiel reinbringe und mache danach einen Fragebogen abfragen, sagen die Schüler und Schülerinnen, ich möchte das auch irgendwann mal anders verwerten können irgendwo. Und das ist ein Prozess, wo wir einfach, denke ich, ein bisschen Geduld brauchen. Und also mich stört eigentlich ein bisschen so das Lamentieren, warum geht Schule nicht schneller vorweg und so weiter. Das braucht Zeit, dass Schulen und Hochschulen vor allem, also ich muss das klar sagen, die Universitäten sind gerade eine reiche Lehrerinnenbildung, bisher immer die Bremser gewesen in dem Bereich, also was sich in der Lehre, aber wenn man sich mal genauer anschaut, in Baden-Württemberg, die pädagogischen ja. Hochschulen machen viel, es gibt sehr viele, Duisburg zum Beispiel mit Michael Karres machen viel, und, also es gibt sehr viele gute Beispiele, wo was passiert, aber bis das sozusagen in die Praxis kommt, da muss man halt ein bisschen warten und gleichzeitig parallel Fortbildung machen und so weiter. Das machen wir ja auch. Also ich wollte nur so gegen dieses Lamentieren ein bisschen was dagegen sagen. Und wir sollen pädagogischen Optimismus verbreiten, dass das irgendwann mal auch umsetzt. Absolut. Also ich sehe es eher so, immerhin fängt man an. Ne? Also ich sehe einen großen Vorteil einfach für die Generationen, die nach uns kommen, die dann auch einfach den Vorteil haben, genau das zu genießen, was wir jetzt beginnen. Also wenn ich darüber nachdenke, dass ich das in meiner Schulzeit gemacht hätte, ich glaube, ich wäre vom Hocker gefallen. Ja, das hätte ich richtig, richtig cool gefunden. Und ich sehe es eher zukunftsorientiert und positiv. So, Lisa, du wolltest auch noch was sagen. Es passt perfekt eigentlich zusammen, weil genau das ist ja die unterschiedliche Perspektive, die man da drauf wirft. Also was kann ich jetzt gerade in diesem Moment tun und was kann ich zukunftsorientiert tun? Und auch da der Bildung ist halt ein träger Dampfer. Manches dauert einfach. Und das hätten wir als Forscher und als Lehrkräfte und auch als Fortbildnerin natürlich manchmal gerne anders. Aber man muss halt dann manchmal anfangen. Und für dieses Anfangen ist gerade auch der Punkt, den Frau Pieper eben mit angesprochen hatte, mit, ja, dann müssen sich die Lehrkräfte da erstmal durchwühlen. Was gibt es denn da beispielsweise? Auch da gibt es bereits erste Schritte. Sowohl die Stiftung Digitale Spielekultur hat ein Portal, wo einzelne Spiele eben mit empfohlen werden. Wir als Zentrum für didaktische Computerspielforschung haben in der Zwischenzeit eine sehr umfangreiche Datenbank von über 100 Spielen zu verschiedenen Fachkontexten in unterschiedlichen Schulformen, wo genau das passiert. Wo natürlich auch da wieder dann gesagt werden muss, ja, dann müssen sich die Lehrkräfte durch die Datenbank klicken. Kein Problem, wir haben auch YouTube-Videos, also wenn sie eher so der audiovisuelle Typ sind. Aber es gibt diese ersten Hilfestellungen. Und da schließt sich dann wieder der Kreis zu Frau Schröder. Sowas braucht Aufmerksamkeit. Weil dann kann man nämlich überlegen, was machen wir jetzt? Und jetzt gerade brauchen Lehrkräfte die Orientierung, was gibt's, was kann ich machen? Nicht nur innerhalb der Schule festzulegen, okay, jetzt müssen wir auch noch ein Computerspiel machen. Wo bringen wir das denn um Gottes Willen auch noch unter? Sondern eine Unterstützung bekommen. Und dann kann man andere Perspektive, zukunftsgerichtet überlegen, wo schreibt man es denn konkret rein? Ich bin immer noch eher für die Curricula als für die von den Schulen selbst formulierten Medienkonzepte, weil auch da ansonsten wieder die Verantwortlichkeit bei den Schulen liegt. Aber darüber kann man streiten an der Stelle. Das heißt, man muss dann gucken, was können wir jetzt tun und was können wir zukünftig tun? Und man darf keine der beiden Baustellen verlassen und sich dann an der Stelle dran orientieren und sagen, in der Zukunft wird bestimmt alles besser werden und wir bauen Unterricht um und dann passt das da voll gut rein. Sondern man muss ja gucken, was können wir jetzt machen und was können wir später machen. Absolut. Chidem, ich habe deine Wortmeldung noch im Kopf. Ich wollte nur auch noch mal Frau Schröder mit in den Loop holen, weil du das nämlich vorhin gesagt hattest.
Es braucht auch Überzeugungsarbeit seitens der Eltern natürlich. Ne? Die müssen natürlich auch sagen, oh ja, juhu, gerne. Und nicht, oh nee, wird da jetzt Fortnite gespielt? Oder muss ich dann die Zockerzeit zu Hause reduzieren? Wie schaffen Sie das dann im Bund, genau solche Themen auch voranzubringen? Ich glaube, es wäre erstmal ganz wichtig zu sehen, zum einen werden auch Gamerinnen und Gamer immer älter. Also es sind auch schon häufig Elterngenerationen, die dann vielleicht auch ihren Kindern sagen, zock doch mal. Also das gibt es ja zum Glück auch schon. Also bei manchen muss man keine Überzeugungsarbeit mehr leisten. Und es ist, glaube ich, an so vielen Stellen der Gesellschaft angekommen inzwischen in den unterschiedlichsten Formen, dass es da eine Offenheit für gibt. Aber natürlich, so wie das früher vielleicht war, der hängt ja nur vom Fernseher und jetzt hängt jemand nur vom Computer, muss man natürlich auch deutlich machen, zum einen in der Schule ist was anderes. Wenn in der Schule ein Film geguckt wird, dann haben sich die Eltern ja auch nicht beschwert und haben gesagt, jetzt wird dann da die Fernsehzeit zu Hause gekürzt, sondern man hat ja schon den Anspruch, dass das, was in der Schule passiert, auch einen anderen pädagogischen Anspruch hat. Wobei ich gar nicht sagen würde, dass das unbedingt eben nur der Fall ist, weil ja auch eine ganz große Anzahl von Spielen auch heute schon Fähigkeiten schulen. Manchmal ist es gar nicht ja unbedingt dann, dass man jetzt was über die Französische Revolution lernt, sondern man schärft zum Beispiel Kreativität oder Reaktionsvermögen oder andere Tätigkeiten. Also ich glaube, das insgesamt klar zu machen, dass Games nicht nur was sind, was Spaß macht, sondern was Kinder in ganz vielen Fällen weiterbringt und auch deutlich zu machen, was ist der dann doch eben der Mehrwert, den es auch bringt gegenüber, ich sag mal, zum Beispiel Fernsehen zu gucken. Da kann man auch was bei lernen. Aber ich glaube, da ist diese Ausprägung von Popkultur, die hat eben noch ein ganz großes Potenzial, was viele noch gar nicht sehen. Und da, glaube ich, Aufklärung auch zu leisten, die Eltern mit ins Boot zu nehmen, nicht zu sagen, ach, die verstehen das eh nicht, die haben doch keine Ahnung, sondern auch auf die Sorgen einzugehen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Chidem, du hattest noch eine Wortmeldung. Ja, ich wollte auf zwei Sachen eingehen. Zum einen die Plattformen, sowas einzurichten. Es gibt zum Glück einige Plattformen. Lisa König hatte ja zum einen unsere Datenbank mit Spielen mit pädagogischem Potenzial erwähnt. Wir haben darüber hinaus noch eine Datenbank zum Thema Erinnerungskultur, die halt wirklich von Medienpädagogen aufgearbeitet, die andere Datenbank von Historikerinnen und Historikern aufgearbeitet sind. Man kann nach verschiedenen Kriterien, nach Fächern, Altersfreigabe, Plattform etc. pp. Suchen. Und wir kriegen auch Anrufe von Eltern oder von Pädagogen oder von Lehrkräften, die dann sagen, ich würde es gerne machen. Wie mache ich das? Wir verweisen dann auf die Datenbank, aber wenn die das noch nie gemacht haben, nutzt ihnen solche Plattformen und Datenbanken auch nicht. Weil das, was Lisa König vorhin auch kurz erwähnt hatte, diese Unterrichtseinheiten, diese Materialien und die Fortbildung. Klar können wir, Stefan, den Schulen Zeit lassen und auch den Bildungseinrichtungen Zeit lassen, aber wir sind mittendrin und punktuell werden schon Games eingesetzt und zwar auch erfolgreich eingesetzt. Ob sie nun mehr Wissen vermitteln, mehr Inhalte vermitteln, ich glaube, in erster Linie geht es gar nicht darum, sondern in erster Linie geht es darum, dass man ein Medium nimmt und zwar ein Medium von jungen Menschen. Das ist deren Lebensalltag. Und wieso setzen wir dieses Medium, was deren Lebensalltag ist, auch nicht da ein, wo sie einfach die Hälfte des Tages verbringen und wo sie auch lernen sollen. Weil mit Games kann man nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch Kompetenzen vermitteln. Was ja auch ganz, ganz wichtig ist. Medienkompetenz ist ein Schlagwort, Digitalkompetenzen sind Schlagwörter. Wir haben ja 1000 Schlagwörter, was Schule machen soll. Und Games bieten nicht für alles, das wäre ja grandios, wenn Games für alle Probleme Lösungen anbieten, das möchte ich gar nicht sagen, aber für einige Sachen bieten halt Games Chancen und diese Chancen zu nutzen und zwar im Hier und Jetzt, das wäre halt toll. Absolut. Wir sind auch natürlich hier, um Ihre Fragen zu beantworten. Wir haben hier wieder das Mikro, das durchgeht. Wenn Sie oder ihr eine Frage habt, einfach die Hand heben. Hier vorne, da möchte ich einmal das Mikrofon hinschicken und dann können wir hier auch eine Frage euch stellen. Achtung, kommt von links.
Ja, ich, rechts. Ja, es ist ja nicht die erste Diskussion hier auf der Gamescom. Eben war hier gerade die Rede von der vom Pessimismus des Intellekts gegenüber den Games. Also ich möchte auf Folgendes hinweisen. Wir haben ja, wurde hier vorgestellt, wie macht man überhaupt Games? Und da war der entscheidende Punkt die Interaktivität. Und das ist auch etwas, was wirklich die pädagogische Situation völlig verändert. Dass Schüler hier sozusagen eben nicht mit einer Welt konfrontiert werden, die sie nicht ändern können, sondern genau das erleben. Wenn sie sozusagen in einer bestimmten Situation sich irgendwie verhalten, verändert sich das Spiel. Nicht? Wenn sie in eine bestimmte Rolle schlüpfen. Sie haben hier plötzlich Gestaltungsmöglichkeiten. Das ist eine völlig neue Welterfahrung. Und die sollte man positiv nutzen. Wenn ich bin eben auch auf der Gamescom eben kurz gewesen. Der Mythos, der natürlich immer nur hier das Böse verherrlicht, da müssen wir neue Mythen schaffen, die gibt es ja. Und die Faszination für erzieherische Mythen, die eben genauso toll sind, wo man nicht immer nur, ich meine, jetzt Bundeswehrsoldaten mit ausbilden könnte, sondern eben halt auch für die alltagstauglich sind, da hat die Pädagogik eine Menge zu tun oder sollte sie sich mal ein bisschen beeilen. Sonst dreht, ja, sonst sozusagen schaffen sie es nicht mehr, weil diese Mythen dann so übermächtig werden. Und dann haben wir natürlich etwas, was wir auch in der Pädagogik immer diskutiert haben, den Schaden von bestimmten Mythen, weil eben das Böse verherrlicht wird. Und das wollen wir ja eigentlich gar nicht. Nicht? Da müssen wir ran. Ganz genau. Also das, was wir oder wie wir Games an der Stelle benennen, sind die gegenstandsspezifischen Gestaltungsstrukturen, die Games einfach haben. Und da ist Interaktivität eines der ganz, ganz zentralen Merkmale. Immersion, Erfahrungsbasierung, Problemlöseorientierung, ganz genauso. Also eigentlich die zentralen Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler oder überhaupt junge Menschen, wir müssen das ja nicht nur in der Rolle von Schülerinnen und Schülern denken, brauchen, um in der modernen Welt zu bestehen. Das Problem ist, dass Menschen sich wahnsinnig gerne an Mythen orientieren, weil Mythen so gut erzählte Geschichten sind. Und darum braucht es eben Games, die eben diese gegenstandsspezifischen Gestaltungsstrukturen nutzen und damit direkt, das ist sozusagen das zweite Schlagwort, das man da mitnehmen kann, didaktische Umgebungen sind, von sich aus, weil sie eben Schülerinnen und Schülern einen Input oder überhaupt eine Rückmeldung dazu geben. War das gerade eine gute Idee, die du hattest? Oder geht die vielleicht in nicht so eine gute Richtung? Die braucht's. Und die Geschichte, die muss lauter erzählt werden. Und das versuchen wir, das versuchen hier alle, glaube ich, an der Stelle, egal ob es jetzt Stiftung ist, Politik, Forschung in verschiedenen Gesichtern, das deutlich zu machen. Aber das reicht halt nicht, wie gesagt, hier und jetzt und Zukunftsorientierung. Und das braucht es an der Stelle beides. Ich ergänze das gerne mal. Gerne. Und zwei Sätze. Also es hat sich ja gestern auch wieder gezeigt, im Vorfeld dieser Veranstaltung, als es um die Veranstaltung heute geht, wo ich in Social Media sofort wieder lese, die ganzen Vorbehalte, dass Kinder, Jugendliche jetzt in der Schule nicht spielen wollen. Ich glaube tatsächlich, dass es immer noch so ein bisschen so eine Schmuddelecke ist, ne? Aus der wir die Games rausholen müssen. Auch wenn sich das so ein bisschen geändert hat. Aber so im Hinterkopf ist immer noch so ein bisschen, das ist irgendwie was Gefährliches. Und da ist gerade drüber gesprochen worden. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, Eltern da mitzunehmen, weil ich glaube, dass wir nur mit den Eltern auch Unterricht verändern können und solche Chancen nutzen können. Und was so für mich so ein Ansatz nochmal war von Games, habe ich mit jemandem gesprochen, was ich als eine sehr gute Idee fand, um vielleicht auch Lehrer zu überzeugen, dass man Games gar nicht nur für Schüler entwickelt, sondern in der Lehrerfortbildung implementiert. Das heißt, ich erzähle es mal gerade, ich habe gerade mit einem jungen Mann gesprochen, der hat für die Lehrerfortbildung, haben die ein Game, was die Lehrer sensibilisiert für Kinderschutz. Also da werden Situationen getestet, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mir ein Kind auffällt, weil es sich sehr in sich zurückzieht oder so. Also ich fände so einen Ansatz zum Beispiel auch nochmal herzugehen und wir gucken mal, was können wir denn eigentlich, wie können wir eigentlich durch Games Lehrerfortbildung auch ändern. Das wäre für mich jetzt nochmal so ein spannender Ansatz, den ich weiterverfolgen würde, gerne. Herr Offenanger. Ich würde das gerade noch einen Schritt weiterbringen. Also ich finde das sehr wichtig, zum Beispiel die Fachdidaktiken. Wir vergessen sehr häufig, die Fachdidaktiken sind ja der Hauptteil der Lehrerinnenbildung. Das heißt, der pädagogische Anteil ist ja viel geringer als ein fachdidaktisch und der Fachanteil. Das heißt, die Fachdidaktiken mal herauszufordern, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das findet man sonst kaum, außer in der Deutschdidaktik, die da ziemlich weit ist. Insgesamt mit Medien schon lange damit arbeitet. Aber wenn man sieht, dass wir zum Beispiel in Physikdidaktik ein Spiel eingesetzt haben, was, glaube ich, die Physikdidaktik
Didaktiker nicht kennen würden. Und, aber ihnen zu zeigen, wie sie damit sehr gut arbeiten können, dass die Kinder, die Schüler und Schülerinnen dort mal selbst eine Brücke konstruieren können, Fahrzeuge drüber fahren lassen können und wenn es nicht gut konstruiert war, fallen die halt ins Wasser runter. Also auch so interessante Lerneffekte. Und das gilt genauso für Sport, für Religion, zu zeigen, wo kann ich explizit hier das einsetzen? Und das ist, glaube ich, in der Lehrerinnenbildung oder was in der Öffentlichkeit, wo wir es immer diskutieren, diskutieren wir mit der Pädagogik allgemein. Aber ich glaube, das ist ein nächster wichtiger Schritt, in die Fachdidaktiken reinzugehen und denen aufzuzeigen, und zwar auch in der Lehrerinnenbildung, dass die Fächer selbst dort aktiv werden und das aufnehmen. Und ein Beispiel, und ich denke, wie gesagt, in der Lehrerinnenbildung sind wir noch zu sehr daran orientiert, eine Vorlesung zu machen, ein Seminar zu machen, anstatt Workshops zu machen, wo die angehenden Lehrer und Lehrerinnen lernen, mit dem Material umzugehen, das auszuweisen. Wir machen in Mainz sehr gute Erfahrungen mit Workshops, wo wir denen einfach mal Tablets geben und sie sollen Unterrichtsentwurf zum Beispiel dazu mal machen. Das bringt viel mehr als eine Vorlesung über Medienkompetenz über ein Semester zu machen. Das können wir online, die Informationen geben. Aber das verändert auch etwas bei denen im Bild. Also vorhin bei der GMK-Veranstaltung wurde ja gesagt, dass vor allem die Lehramtsstudierenden sozusagen zum Teil auch noch relativ skeptisch oder pessimistisch sind oder misstrauisch sozusagen. Und unsere Erfahrung ist einfach, wenn wir denen was geben und zeigen, du kannst damit arbeiten. Also mir fällt gerade ein, wir haben 2009 eine Lehrerinnenbildung in Mainz gemacht, wo wir Lehrer und Lehrer aus Schulen eingeladen haben. Damals kam gerade die Wie auf. Und wir haben 5 Wies aufgestellt. Wir haben die Lehrerinnen und Lehrer abends nicht aus dem Haus gekriegt. Also weil die so begeistert waren, auf einmal spielen zu können. Und jetzt aber zu zeigen, überleg mal, wie kannst du das auch in deinem Unterricht einsetzen? Ja. Diese Schritte, das sind praktische Schritte, die auch natürlich theoretisch begleitet werden müssen. Und da muss sich Hochschulen bezüglich ihrer Konstruktion der Lehrerinnenbildung auch in den Fachdidaktiken ändern. Und da muss ich sagen, genau die Erfahrung machen wir in Freiburg. Also es ist alleine bezeichnend, wir sind ein europaweit einzigartiges Zentrum. Uns gibt es mit dieser Ausrichtung ansonsten nirgends, außer eben an dem Standort. Und selbst unsere Studierenden sind am Anfang so, dass die sagen, ja, Games, also das ist so ein bisschen gruselig, aber ich muss halt jetzt leider hier durch die Vorlesung von Böhmann und König und darum gehört das halt irgendwie so mit dazu. Und danach wird es besser, aber sie müssen es halt mal gemacht haben. Und das bedeutet früh anfangen, weil ansonsten nutzt sich das eben nicht ab und dann bleiben wir bei den pädagogischen Mythen, die wir aktuell haben. Und das ist ganz wichtig, diese Freiräume zu schaffen, diese Möglichkeiten zu bieten, sei es jetzt in der Lehrerausbildung oder Lehrerinnenausbildung oder in der Lehrer- oder Lehrkräftefortbildung, Qualifizierung oder sei es, dass wir es in den Schulen einsetzen. Und diese Motivation, diese Freiräume, ich glaube, wenn man diese Freiräume schafft, diese Möglichkeiten aufzeigt, sie begleitet, unterstützt, ist schon der erste Schritt getan. Jetzt ist unsere Stunde eigentlich auch schon rum. Cidem, du hast jetzt auch schon eigentlich fast das letzte Wort gehabt. Ich will dich dennoch fragen. Jetzt haben wir diese Machbarkeitsstudie, wir haben Ergebnisse. Die SchülerInnen, die LehrerInnen wurden befragt dazu. Ich fand es im Übrigen total interessant, dass das Spiel für den Physikunterricht so gut bewertet wurde. Das sowieso nicht. Ich glaube, das hat Stefan Aufenhanger auch ein bisschen überrascht. Ja. Ich glaube, das hat uns alle überrascht. Ich glaube nicht, dass irgendeiner von uns auf Portal gewettet hätte. Wenn man aber eine Sache, was uns auch überrascht hat, ist, dass wir Mario Kart in Berlin für Matheunterricht Wahrscheinlichkeitsrechnung eingesetzt haben. Das hat uns nicht überrascht, sondern die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler, dass sie plötzlich mit so einem Spiel Mathe-Inhalte vermittelt bekommen. Das war wiederum eine Überraschung auf deren Seite. Das ist natürlich sehr, sehr schön zu hören. Auch eins meiner Top-Spiele. Cidem, wie soll es denn jetzt weitergehen? Was ist so der Wunsch eigentlich für die Zukunft? Also ein Wunsch von uns ist, beziehungsweise wir haben da auch schon konkrete Ideen entwickelt, wir müssen das nur halt finanziert bekommen, ist das, was hier auch mehrfach genannt wurde, in die Lehreraus- und Fortbildung reinzugehen. Weil wenn wir die Lehrkräfte für diesen Prozess
nicht qualifizieren, nicht mitnehmen können, dann wird es weiterhin punktuell bleiben. Ich sehe hier auch im Publikum einige Games-Entwicklerinnen und Entwickler, die in diesem Bereich, im Bildungsbereich, ganz tolle Spiele entwickeln und immer wieder bei uns anrufen und sagen, aber wieso nutzen Sie das nicht? Das ist, damit kann man Mathe vermitteln, damit kann man das machen. Aus dem einfachen Grund, sie müssen erstmal für diesen Prozess gewonnen werden. Und so ein Institut, was Lisa König und Jan Böhlmann, wo sie Nachwuchslehrkräfte mit qualifizieren, mit Ausbildung, das ist mittelfristig. Aber wir brauchen jetzt, und es muss in die Lehrerfort- und Ausbildung und in diese Institute rein, damit wir viel mehr Lehrkräfte halt motivieren können, dass sie Games im Unterricht einsetzen. Absolut, also ein klarer Handlungsauftrag. Ich bedanke mich bei allen Gästen hier im Panel. So schnell geht eine Stunde vorbei. Also, das ist euer Applaus. Wir starten auch schon direkt ins nächste Panel rein. Also so langsam, vielleicht könnt ihr euch so an der Seite der Bühne so ein bisschen reinsneaken oder einfach direkt durch, gar kein Problem.